Hallo ihr Lieben, ich bin gerade angekommen in Ljubljana, der Hauptstadt von Slowenien. Mein zweites Mal hier in Ljubljana und dieses Mal bin ich hier mit der Agentur, für die ich als Tourguide arbeite, German Roots. Und dieses Mal werden wir hier Slowenien ein bisschen erkunden, um hier vielleicht auch irgendwann mal ja, Kunden, Gäste herzuschicken. Und deswegen schauen wir uns hier ein bisschen um. Morgen geht's nach Bled, freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ich habe gerade hier eingecheckt. Ah ja, ich bin mit dem Zug hergekommen. Für alle als Info, es dauert ungefähr 6 Stunden 15 mit dem Zug von München bis hier nach Ljubljana. Mit einmal umsteigen in Villach. Wunderschöner Weg durch die Alpen von Österreich. Richtig, richtig schön. Und genau, habe gerade eingecheckt, bin hier im Ibis Styles, mitten im Zentrum von Ljubljana oder gleich beim Hauptbahnhof. Und hier ist mein Zimmer, richtig schön geräumig. Hier ein Sofa, Bett, ganz viele Ablagemöglichkeiten, Fernseher, da ist die Tür und hier ist das Badezimmer. Sehr witzig. Hier ist die Toilette, nur hinter so einer Schiebetür. Also man denkt, man ist hier direkt im Zimmer irgendwie. Und dann neben der Toilette ist hier die separate Dusche. Auch sehr viel Platz. Und dann hier ist das Waschbecken. Und das hier ist auch sehr witzig, hier ist ein Spiegel. Und wenn man den dreht, sind hier die Handtücher und Badeschlappen. Genau, so. Jetzt werde ich mich kurz fertig machen und dann geht es gleich wieder raus. Es ist gerade 3:30 Uhr. Dann werde ich mal die Stadt ein bisschen erkunden. Richtig schöner Tag heute, 18 Grad, Sonne. Also richtig warm schon. So, ich gehe jetzt in die Stadt und will zur Burg rauf. Und Leute, ich laufe hier mit T-Shirt. Es hat 20 Grad hier Ende März, voll angenehm. Ich bin jetzt hier im Zentrum der Stadt angekommen. Hier ist der berühmte Platz mit den drei Brücken, die man auch hier sieht. Und hier fließt auch der Fluss durch. Er heißt Ljubljanica, wenn ich mich nicht täusche. Und richtig schön gerade mit der Abendsonne. Ljubljana hat ca. 280.000 Einwohner. Es ist also keine große Stadt und man kann alles echt sehr schnell erkunden. Hier befinde ich mich am Prešeren-Platz. Prešeren war ein Dichter, ein slowenischer Dichter. Und hier steht auch diese bekannte Kirche von Ljubljana. Und gleich neben dem Platz befinden sich die drei Brücken von Plečnik. Plečnik war ein slowenischer Architekt, der in Ljubljana viele Teile von Ljubljana gestaltet hat. Und hier sieht man noch das Rathaus der Stadt. Ich gehe jetzt mal rauf zum Schloss oder zur Burg und von dort oben hat man sicher eine schöne Aussicht auf die ganze Stadt. Auf geht's! Puh, ganz schöne Steigung hier rauf, aber es gibt wohl auch einen Lift oder so eine kleine Bahn, die einen hier raufbringt. Aber wow, schon jetzt ist die Aussicht so schön. Ich bin eh gleich oben. Dann zeige ich mehr. Ich bin jetzt hier oben am Schloss angekommen oder an der Burg. Leider macht sie jetzt um 6, also in einer halben Stunde zu. Deswegen hat sie gemeint, es lohnt sich nicht, weil man braucht wohl eine Stunde, um alles anzuschauen. Deswegen übermorgen habe ich auch noch Zeit hier. Dann komme ich nochmal her. Ich habe mir jetzt einen Platz hier an der Burgmauer gesucht und hier sind ganz viele Leute, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Ich bleibe jetzt auch mal hier.
200 cada noite. Fora a filha que depois eles incluem. Guten Morgen, hier ist Ljubljana. Wir sind gerade hier am Busbahnhof vor dem Bahnhof und warten auf unseren Bus nach Bled. Hier sieht man schon den See. Wahrscheinlich haben einige von euch davon gehört. Und da geht's heute hin und wir schauen uns das mal an. Ich befinde mich jetzt hier in Bled und hier hinter mir kann man den berühmten See sehen. Wahrscheinlich habt ihr schon mal Bilder davon gesehen. Der See von Bled und hier ganz berühmt die kleine Insel mit der Kirche, wo wir nachher auch noch hinfahren werden. Und richtig schön hier, wir haben jetzt 11 Uhr ungefähr. Und ja, richtig ruhig, schönes Wetter. Ich bin hier nur im T-Shirt Ende März jetzt. Und heute schauen wir uns hier den See ein bisschen an. So, wir sind immer noch hier auf der Runde um den See. Ich glaube, die ganze Runde dauert ein bisschen länger als eine Stunde. Und schaut euch mal diesen Blick hier an mit den verschneiten Alpen im Hintergrund. Mega schön. Und das Wetter ist so gut. Wir haben 21 Grad heute. Echt perfekt. Então, gente, aqui tem os barcos, e com esses barcos você pode chegar até a ilha lá no meio para visitar a igreja. Hoje a gente não vai fazer, mas eles saiam aqui em vários lugares no lago. É um passeio bem bonito. So, wir nehmen gleich den Bus zurück nach Ljubljana. Wunderschön hier, war echt cool. Bled kennenzulernen. Wunderschöner Tag hier am See. Also ich kann es nur empfehlen, jedem hier mal vorbeizufahren, wenn ihr in der Nähe seid. Und jetzt geht's wieder mit dem Bus eine Stunde zurück nach Ljubljana. Ich liege jetzt endlich im Bett, bin ziemlich müde, aber der Tag war heute so schön und ja, ihr habt gesehen, der See war wunderschön, das Wetter war perfekt und ja, war echt cool, diesen Ort mal kennenzulernen und ja, die ganze Reise ist wieder richtig schön. Ich bin wieder mit Tachi unterwegs von German Roots, habe ich schon erzählt, genau, und wir haben mittlerweile echt schon einige Reisen zusammen gemacht. Wir waren schon in Schottland, in Porto, Portugal, Belgien, Hamburg, Frankfurt, Berlin, immer wieder cool. Wir haben viel geredet, neue Projekte geplant und ja, echt cool. Und morgen habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Mein Zug fährt morgen erst um 3:30. Von daher habe ich noch ein bisschen Zeit, hier Ljubljana zu erkunden. Aber jetzt wird erstmal geschlafen. Also gute Nacht und bis morgen. Mein letzter Tag in Ljubljana. Hier sieht man die Aussicht vom Hotel, von der Dachterrasse über die Stadt. Echt richtig schön. Und es war wieder richtig sonnig. Und zuerst bin ich hier auf den Markt gegangen. Das war Donnerstag, Vormittag und hier war Markt. Richtig schön. Es wurden Blumen verkauft. Hier war alles voller Blumen in dieser einen Gasse.
Aber es gab auch Gemüse, Obst und ich habe einen Honigstand entdeckt, wo ich einen Honig mir gekauft habe. Hier nochmal ein Blick auf den Marktstand. Richtig schöne Atmosphäre. Und gleich neben dem Marktplatz liegt die bekannte Drachenbrücke. Der Drache ist auch so das Symboltier Ljubljanas und es gibt viele Legenden um den Drachen, von daher taucht der Drache dort immer wieder auf. Und dann bin ich nochmal auf die Burg raufgefahren, diesmal mit dem kleinen Fahrstuhl, Aufzug, Lift. Das Ticket kostet 16 Euro, Eintritt fürs Schloss mit inbegriffen und Rauf- und Runterfahrt mit der Bahn. So, ich bin jetzt hier oben auf dem Schloss oder auf der Burg. Heute bin ich hier mit dem kleinen Lift raufgefahren, mit der Bahn. Genau, hier ist mein Ticket. Und jetzt schaue ich mir mal das Schloss ein bisschen an und nehme euch mit. Und im Schloss ist dann eine schöne Ausstellung über die Geschichte Sloweniens, die wirklich im Mittelalter beginnt oder sogar noch früher. Und dann auch den Teil des Nationalsozialismus betrachtet und den Jugoslawienkrieg danach auch. Also lohnt sich echt, dort auch reinzugehen. Und dann kann man auch noch auf den Turm raufgehen und von dort hat man eine Sicht auf die ganze Stadt, 360 Grad. Richtig cool. Und hier sieht man wieder den Prescherenplatz und hier den Burghof. Das war die Treppe, die zum Turm führt. Und dann habe ich mir noch etwas zu essen gekauft. Am Marktplatz waren solche Foodtrucks und hier gab es so Burger mit Pommes. Es hat gekostet 10,20 Euro zusammen mit der Fanta. Gar nicht mal so billig eigentlich. Von daher, ja, die Stadt ist gar nicht mal so günstig. So, es ist jetzt 14 Uhr. In ungefähr einer Stunde fährt mein Zug zurück nach München. Deswegen gehe ich jetzt gleich zum Hotel, hole meinen Koffer und dann geht es zum Bahnhof. Ich habe mir noch einen Kaffee geholt und ein bisschen was für die Fahrt gekauft. Und ja, war wunderschön hier. Richtig, richtig schön. Schöne Stadt, kann ich jedem empfehlen, sich hier die Stadt mal anzuschauen und nach Slowenien zu kommen. Und ja, danke schon mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.